Glurak. Oh, hey, das sind Glurak und Delion. Was macht ihr denn hier? Puh, ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Oh, hallo Katze. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Schild hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Bevor die Reise weitergeht, quatschen wir nochmal mit Rotomina. Sei gegrüßt, womit kann ich dir helfen? Und zwar die Pokéjobs. Wir haben ja in der letzten Folge an meine Pokémon rausgehauen, losgeschickt für die Jobs und die möchte ich jetzt abholen. Na, meine Lieben, hat alles geklappt. Da seid ihr ja wieder. Ganz stolz. Juhu, ihr seid zurück. Na, habt ihr alles geschafft? Exzellente Arbeit. Deine Pokémon sind vom Auftraggeber zurück. Diese Pokémon haben besonders gut gearbeitet. Alle haben ihren Job toll gemacht und jede Menge Erfahrungspunkte gesammelt. Deine Pokémon waren großartig. Sie haben den Job zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Florian scheint dir etwas geben zu wollen. Als Dank für die tolle Arbeit erhältst du eine Packung Toastbrot. Glückwunsch! Das positive Feedback deiner letzten Auftraggeber hat dir neue Jobs beschert. Ja, wir machen jetzt den nächsten Job. Da gibt es 3 Stück. Ich entscheide mich mal dafür. Offene Stellen. Wir suchen Tester für unsere neuen Schuhe. Am besten wären rabiate Unlicht-Pokémon, die hemmungslos durch die Gegend rennen. Okay, das machen wir. Am besten also Unlicht-Pokémon. Jetzt sieht man hier gar nicht den Typ Pokémon. Ja gut, teilweise weiß ich das auswendig. Zickzacks müsste von Typ Unlicht normal sein. Michael ist auch von Typ Unlicht. Und Pampam auf jeden Fall. So, dann passt das, glaube ich. Müsst ihr den Pokémon entsenden? Ja. Wie lange? Einfach mal den ganzen Tag losschicken. Ihr schafft das, meine Pokémon. Ich glaube an euch. Macht's gut. Bis bald. Passt auf euch auf. Deine Pokémon machen sich auf den Weg. Sie werden ihr Bestes geben. Bis bald. Ja, jetzt habe ich alles geschafft. Und kann meine Reise durch Engine City erst so richtig beginnen. Ich freue mich. Und da ist Sania. Hey! Dass du es durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Die Arena-Challenge, nicht wahr? Genau! Als nächstes solltest du zur Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge. Tschüss? Oder erzählst du mir noch etwas? Sie findet morgen im Engine Stadion statt. Und das muss da hinten sein, stimmt's oder habe ich recht? Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Ach so, das ist ein Lift? Ich dachte ein Emblem. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Vergiss ja nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis später. Okay, bis dann. Tja. Ob Sania irgendwie mitkommen möchte oder was hat sie eigentlich jetzt vor? Naja, wie auch immer. Hey, ihr zwei! Ich finde es toll, dass es hier einen Ort gibt, an dem Frau Beiler ein wenig verschnaufen kann. Vielleicht sollte ich mir auch einen Schluck aus dem Wasserspendern hier gönnen. Tja, dieses kleine süße Frau Beiler. Wie geht's dir denn? Frau Beiler, Frau Beiler. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst bitte einen Daumen hoch. Und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, denn dann verpasst ihr keine spannenden Videos, kindgerechte Videos für die ganze Familie. Und ich finde einen Nugget. Nuggets kann ich teuer beim Supermarkt verkaufen. Ich sehe mir Tag ein Tag aus diese gigantischen dampfbetriebenen Zahnräder an. Atemberaubend. Ja, das stimmt. Engine Citys große Klasse. Wusstest du, dass der obere und untere Bereich der Stadt durch einen Lift verbunden sind? Ne, das war mir nicht bewusst. Aber ich sehe schon, ich soll da nicht durchlaufen. Ich werde weggeschickt. Gut, dann schauen wir uns einfach den Bereich an. Mein Essen eben war ein Gedicht. Oh mein Gott. Ich hatte Döner mit Zwiebeln. Oh, lecker. Dieser Briefkasten wird regelmäßig von Pokémon geleert. Mhm, wahrscheinlich von einem Botugel. So, hallihallo. Dillion wirft seine Pokébälle immer mit so viel Schwung,
dass den Pokémon darin bestimmt ganz schwindelig wird. Och, weia. Übung macht den Meister. Man muss immer und immer wieder Pokébälle werfen, bis man seine Wurftechnik im Schlaf beherrscht. Was haben wir hier in der Mülltonne? Du findest einen Pokéball. Ja, wer hätte das gedacht? Das war ja wirklich naheliegend. Naja gut, dann schauen wir mal weiter. So, und ihr zwei? Ich hab Blumen-Pokémon total gern. Das ist ja süß, das freut mich. Ich bringe immer einen Blumenstrauß mit nach Hause. Egal, ob es sich um einen gewöhnlichen Tag oder einen besonderen Anlass handelt. Mein Pokémon liebt den Duft frischer Blumen einfach über alles. Um welches Pokémon handelt es sich denn? Bei der Blumenzucht verwenden wir die Pokémon-Attacke Wachstum. Daher kommt die beachtliche Größe unserer Pflanzen. Kann man Attacken auf Pflanzen einsetzen? Ich dachte nur auf sich selbst. Also Wachstum ist ja eine Attacke, um den Statuswert zu erhöhen. Oh, was ist das? Eine Schneiderei? Der Friseur! Ein Friseursalon! Klepti! Ja, hallo Klepti-Fuchs! Huiuiui. Sieht sehr schön aus hier. Probier doch einfach mal einen Haarschnitt aus, von dem du dachtest, dass er dir nicht steht. Manchmal entdeckt man so einen völlig neuen Stil für sich. Hm, das ist wohl wahr. Wer die Welt verändern will, der muss bei sich selbst anfangen. Und der erste Schritt zum neuen Ich kann auch ein frischer Haarschnitt sein. Hm, das stimmt. Das ist wohl wahr. Gut, mehr gibt es hier nicht, aber dann quatsche ich mal mit der Dame an der Theke. Herzlich willkommen, was können wir für dich tun? Ich würde gerne meine Haare machen lassen. Vielleicht ein Haarschnitt? In Ordnung, nimm bitte Platz. Auf deine Sachen passe ich so lange auf. Also gut, was soll es heute sein? Tja, was gibt's denn? Ein kurzer Bob, das trage ich ja gerade. Hier kann ich noch mein Pony wählen und hier die Farbe, verstehe. Okay, es gibt Haarkranz, mittellang und gewellt, das habe ich gerade. Haarkranz, genau, seitlich und gewellt. Oh, seitlich gewellt gefällt mir gut. Seitliche Zöpfe, auch süß. Ein Pferdeschwanz hatte ich in Pokémon Let's Go Pikachu. Geflochtene Zöpfe, lang und glatt. Flechtfrisur. Lockenbob. Sieht alles sehr schön aus. Aber ich entscheide mich, glaube ich, für seitlich und gewellt. Das finde ich besonders schön. So. Kein Pony. Kurzer Pony, langer Pony. Ja, dann nehme ich lieber seitlicher Pony. Das gefällt mir auch gut. Und hier können wir noch die Farbe wählen. Golden, dunkelbraun, aschbraun, beige, blond, braun, pink, grün, rot, pink. Ja, man kann seine Haare färben, aber wenn man seine Haare färbt, macht man seine Haare kaputt. Ich möchte lieber meine Naturhaarfarbe behalten, also braun. Alles klar, dann kümmere ich mich mal um deine Frisur. So. Ui, schön sieht das aus. So, fertig. Sieht klasse aus, oder? Möchtest du deine Kopfbedeckung wieder aufsetzen? Nee, erstmal nicht. Gut, dann geht die Kopfbedeckung in deinen Beutel rüber. Willst du deine Liga-Karte aktualisieren? Okay. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Dankeschön. Nee, jetzt mal im Ernst. Vielen Dank. Ich finde den Haarschnitt ziemlich toll. Was ist das? Ah ja, eine Boutique, um sich zu verkleiden. Und ich sehe schon, in der Ecke steht Sanya. Mode kennt kein Alter, ob jung oder alt. Jeder kann tragen, was ihm gefällt, finde ich. Das stimmt. Ich bin auf Wunsch meiner Großmutter zu dieser großen Reise aufgebrochen, aber ich möchte dabei auch ein bisschen Spaß haben. Bist du auch gerade am Shoppen? Vergiss bloß nicht, beim Arena-Stadion vorbeizuschauen, ja? Nee, keine Sorge. Ich werde auf jeden Fall noch hingehen. Die Klamotten, die ich mag, stehen mir nicht. Und andersrum genauso. Tja, schade. Ich suche etwas, womit ich in der Naturzone auffalle. Da sind schöne Sachen dabei. Was haben Sie denn zum Verkauf? Willkommen in unserer Boutique. Such dir etwas aus. Quapsel, Luxus, Seeigel, Standard, Sportpullover. Das sind wahrscheinlich die Marken. Collegejacke. Wow! Die College-Jacken sehen ja mal richtig gut aus, aber die sind extrem teuer. Ich muss erstmal Geld sparen. Naja, kein Problem. Man kann nicht immer alles im Leben haben. Und wenn man etwas möchte, soll man nicht jammern und nicht weinen, sondern Geld dafür sparen. Oder sich eben das Geld verdienen.
Hier, zum Beispiel Zeitung austragen oder vielleicht das Auto vom Papa putzen. Vielleicht kriegt man dann 2-3 Euro geschenkt. Man weiß es nicht. Aber wer etwas will, der muss einfach Geld sparen. Punkt, aus, Ende. So. Ja, ich kann mir im Grunde genommen gar nichts kaufen, da ich zu wenig Geld habe. Ja, mal schade. Gut, ich könnte mir ein bequemes T-Shirt kaufen, aber dann habe ich ja fast kein Geld mehr. Auch wenn ich das Geld habe, muss ich mir überlegen, wie viel Geld möchte ich denn letztendlich ausgeben? Denn wenn ich mein Geld ausgebe, habe ich das Geld ja nicht mehr. Und ich brauche auf jeden Fall noch Geld für meine Pokémon-Reise, wenn ich mir zum Beispiel neue Pokébälle kaufen kann. Denn nur mit Pokébällen kann ich mir neue Pokémon fangen. Also das ist auch ein schönes Spiel an alle Eltern da draußen, damit Kinder lernen, mit dem Geld umzugehen. Das merkt man zwar nicht, aber es gibt einfach Videospiele, die haben so viele Details drin. Zum Beispiel Animal Crossing, man lernt so viel über Schmetterlinge und Fischarten. Und in Pokémon lernt man durchaus auch mit dem Geld im Spiel umzugehen. Und das überträgt man dann ganz einfach aufs echte Leben. Wenn ich mir jetzt etwas kaufe, dann muss man immer daran denken, dass ich kein Geld mehr am Ende habe. Das heißt, Geld sparen und immer dann etwas ausgeben, wenn man noch genug übrig hat. Und immer überlegen, brauche ich das wirklich, was ich da kaufe? Oder finde ich das im Moment nur cool, aber in 1-2 Wochen brauche ich sowieso nicht mehr? Das dürft ihr nie vergessen. Also, wir haben heute wieder etwas gelernt in dieser Pokémon-Folge. Das kann ich euch garantieren. So, ich bleibe bei meinem alten Outfit. Ich kehre wieder zurück, aber dafür mit einer neuen Frisur. Das gefällt mir ziemlich gut in der Kombination. Ich hoffe, ich gefalle euch jetzt etwas besser. Die Initiative ist wichtig. Ich will ja zuerst angreifen können. Ja, weil viele haben gesagt, Mensch, dein Outfit sah aber nicht so toll aus beim letzten Mal. Ist dir in letzter Zeit was Tolles passiert? So wie der rumgelaufen ist, war er bestimmt gerade im Fitnessstudio. Was haben wir denn hier? Oh, ist das ein Café? Bist wohl mit deinem Pokédex beschäftigt, wie? Da habe ich einen Tipp für dich. In der Naturzone triffst du auf die unterschiedlichsten Pokémon. Rate mal. Das ist mir schon lange aufgefallen. Ich war 3 Folgen lang in der Naturzone. Hut, 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 Hut. Hut, Hut mag bittere Sachen, aber ich habe eher eine Vorliebe für Süßes. Ah ja, okay. Und ihr zwei? Hast du Delions Umhang gesehen? Es ist ja toll, dass er so viele Sponsoren hat. Aber besonders modisch sehen die vielen Logos nicht aus. Wenn man in der Arena-Challenge teilnimmt, kann man in Galar zum Star werden. Ah ja, okay. Und hier? Willkommen im Pokémon-Café. Im Kampfcafé. Du kannst bei uns ein Mal pro Tag kämpfen. Gewinnst du, gibt's eine Belohnung etwas Süßes. Na, willst du es probieren? Da mal nichts mehr los. Genehmigen wir uns ein kleines Päuschen voller Action. Hey, 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 wer bist du denn? Ich bin Barista Jim. Und das ist mein Wadribi. Manchmal gibt es etwas Honig in meinem Kaffee. Oder in meinem Kakao. Kakao mit Honig? Dann wird's ja super süß. Ist das gut für die Zähne? Nein, überhaupt nicht gut. Aber ich habe sowieso braune Zähne. Was? Schwarze Zähne. Ah ja, ich muss öfters zum Zahnarzt. Ja, man sollte immer seine Zähne putzen, wenn man so viele Süßigkeiten isst. Vor allem aber jeden Morgen und jeden Abend. Das ist so, so wichtig. Wer gesunde Zähne haben möchte und schöne Zähne haben möchte, muss immer morgens und abends die Zähne putzen. Vielleicht auch mal zwischendrin am Mittag, wenn man super viele Süßigkeiten gegessen hat. Oh yeah. Hehe, lass dir diesen Sieg auf der Zunge gehen. Aber definitiv, voll gut gemacht, Glückwunsch. Dann kommen wir so intensiv wie eine Tasse Granville Kaffee. Hier kommt das süße Vergnügen, das ich dir versprochen hatte. Du hast eine Zuckererdbeere, voll lecker. Was mache ich damit? Zuckerwerk in Form einer Erdbeere. Hukumil geben und es dreht sich ihm vor Freude im Kreis. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Was bist du denn? Kuhmehl. Ist es irgendwie Kuhmilch in Form eines Pokémon? Der Kaffee heute schmeckt echt gut. Da haben die Pokémon gute Arbeit geleistet. Mein Freund ist ein großer Fan von Kabu. Er sammelt all seine Ligakarten. Kabu ist der Beste. Er ist zwar älter als mein Papa, hat's aber immer noch drauf. Ich wünsche mir, dass er noch Arena-Leiter ist, wenn ich mal an der Arena-Challenge teilnehme. Fukano! Raffi, Raffi!
Okay, schönes Café, muss ich schon sagen. Fand ich besonders, besonders toll. So, dann mal weiter. Sieh an, ein Pokémon-Trainer. Ich hab hier was für dich. Wende das doch mal auf eines deiner Pokémon an. Und was denn? TP13, Energiefokus. Warum TP? Das heißt auf TM. Hä? Anwender atmet ein. Ja, kenne ich schon. Technische Platten, oder kurz TPs, sind echte Antiquitäten, mit denen man Pokémon seltene Attacken beibringen kann. Dass sie nach einmaligem Gebrauch schon reif für die Mülltonne sind, steigert dabei sogar noch den Nostalgiefaktor. Ah, TPs sind sowas wie TMs, nur lassen sie sich nur einmal einsetzen. Sorry! Das Kaufverhalten eines Menschen verrät sehr viel über dessen Persönlichkeit. Mein Mann zum Beispiel, tja, der macht sich überhaupt keine Gedanken beim Einkaufen. Es ist schon ein tolles Gefühl, die Ware in den Händen halten zu können, bevor man sie kauft. Produkte online zu bestellen und von Pokémon bis an die Haustür geliefert zu bekommen, hat aber auch seinen ganz eigenen Reiz. Tja, das stimmt wohl. Sorry! Nix! Onix ist ja an sich schon ein riesiges Pokémon, doch durch die Dynamaximierung wird es noch viel größer. Ich habe den ganzen weiten Weg aus Alola auf mich genommen, um die Arena-Challenge hautnah mitzuerleben. Nix, oh nix. Uah, nix. Wie geht's dir? Was machst du eigentlich gerade? Nix. Welche Trikotnummer würde ich mir wohl geben, wenn ich frei wählen dürfte? Ich kann mich nicht entscheiden. Das gleiche Trikot wie mein Lieblings-Arena-Leiter zu tragen, ist der ultimative Kick. Süß. Was gibt's hier Schönes? Eine Bücherei. In der Auslage befindet sich jede Menge Bücher. Der Werbung zufolge erfreut sich ein Magazin mit einer Sonderausgabe zu allen Arena-Leitern ganz besonderer Beliebtheit. Okay. Liga-Präsident Rose hegt sehr viel an Galas Wohlergehen. Er garantiert nicht nur die Energieversorgung hier in der Region, sondern unterstützt auch die Arena-Challenge nach Kräften. Ganz ehrlich, bei Flugzeugen und sonstigen Metallhaufen, die sich wie von selbst bewegen, bekomme ich's mit der Angst zu tun. Das gilt natürlich nicht für Stahl-Pokémon. Dampfkraft ist toll! Sie kann sogar diesen riesigen Lift bewegen! Oh ja, das ist echt was Besonderes. So, und dann haben wir hier noch ein bisschen was, richtig? Was ist das denn für ein Herr? Da komme ich nicht rein? Hier, ich schenke dir diese Top-Ohrenstöpsel. Was? Du erhältst ein paar Top-Ohrenstöpsel. Okay, was mache ich damit? Ja, kann man die Lautstärke regeln. Okay. Weißt du, was in den Top-Ohrenstöpsel so top ist? Wenn du sie dir in deine Lauscher steckst, hörst du zum Beispiel keine Pokémon-Rufe mehr. Mit ihnen kannst du die Geräuschekulisse um dich herum nach Lust und Laune ein- und ausschalten. Wenn das mal nicht top ist. Ja, das ist echt tippitoppi. Und hier steht das gleich wie auf dem anderen Bücherregal. Oder Bücherhaufen, wie auch immer. Glurak. Hä? Glurak? Was machst du denn hier? Oh, und Delion. Puh, ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Oh, hallo Katze. Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Puh, ich habe da etwas, was du sicher gut gebrauchen kannst. Hier, gib das einem Pokémon zum Tragen. Du erhältst ein Stück Holzkohle. Das ist gut für Fire-Pokémon. Du bist fast da. Wenn du den Lift hier nimmst, kannst du das Engine-Stadion gar nicht verfehlen. Ah ja, okay. Danke für den Tipp, Delion. Dann würde ich sagen, gleich mal los. Wow, 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 wow. Da muss man sich gut festhalten. Oh, ich bin ja schon da und da vorne steht Hope. Hallo, Hope. Ja, zu dir komme ich später. Wie geht's euch denn? Okay, ich gehe zuerst zu Hope. Da bist du ja! Das ist das Engine-Stadion! Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten! Stell dir nur mal vor, die Eröffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt! Ich zittere schon total vor Nervosität! Ach, was rede ich da?
Das ist keine Nervosität. Das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird rangeglotzt, Katze. Die ganze Welt soll unseren Namen kennen. Ich gehe schon mal rein und warte nicht auf dich. Ja, so wie immer, Hoop. Oh weia. Werden wir schon in der nächsten Folge die Zeremonie sehen dürfen? Tja, ich bin sehr gespannt, wie es in Pokémon Schild weitergehen wird. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Rechts oben, wo der Finger zeigt, tippt da drauf und ihr kommt zum nächsten Video. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Bleibt kastastisch!